Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Ja, in der gestrigen Folge haben wir mit Connor erst Amanda besucht und sind dann zusammen mit Hank in das Gebäude vom Fernsehen gegangen, um einiges zu prüfen, haben einen Abwascher gefunden, den wir letztendlich erschossen haben, sind damit in der Runde von Hank gestiegen, denn wir haben sein Leben gerettet. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wird ja langsam echt interessant, finde ich. Ob wir schauen, ob es jetzt mit Alice und Tara weitergeht oder ob wir direkt wieder zum Markus springen. Ich bin mal gespannt. November 2038, 17:10 Uhr. Ich vermute Kara und Alice richtig. Alice, Familie. Luther ist neutral. Hole Hilfe, untersuche den Hinterhof. Oh, da ist jemand. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Komischer Typ. Können wir ihm vertrauen? Vertrauen. Wir haben keine Wahl. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Folge Adam nach oben und kümmere dich um Alice. Bring Alice ins Bett. Ja, machen wir doch gerne für die Kleine. Ist ja sozusagen unsere Tochter. What the fuck, was ist mit dem gerade los?
und denk ein bisschen dazu. Alles gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Erklären. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich verspreche es. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Missverständnis. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vor allem, wieso uns? Was wir wirklich sind. Sie ist ein Mensch. Reden Sie nicht einfach mit uns. Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Glaube ich zumindest. Optimistisch. Vielleicht eines Tages, ja. Oder war es das, was Luther uns sagen wollte? Hast, aber hier sind Ross weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Scheiße. Ich wollte das Essen vorschlagen. Egal. Gute Nacht, was tut's auch. Schließe die Vorhänge. Bist du stärker als ich? Ich bleib bei ihr. So, sonst sind wir im Zimmer? Nein. Gut. Dann gehen wir raus. Und gehen zu Rose. Was ist denn da oben? Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Oder Kara heißt sie nicht Kara. Ich sag mal Kara irgendwie. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Aufrichtig. Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als mein. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Viele Abweichler. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Grenze. Wir sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. Keine Wahl. Du kannst nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Jedenfalls. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell. Und ab hinterher, würde ich sagen. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflogen. Wir redeten immer.
immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Alles rausbringen. Okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Sieh nach, was los ist. Geh zu Rose. Sitzt wieder am Tisch. Nicht nach den Aktionen dieser Abgleichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knapp! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart. Seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Los, sieh dich um. Kannst du mal den Fernseher anmachen, deine Zeitung lesen. Das ist ein Bild. Die Century schon wieder. Wer will gewinnen? Der dritte Weltkrieg. Und verbinden Sie sich, den Eichhörnchen kriegt schon ab. $809. Design von Cyberlife. Erbaut in Detroit. Der Redesign-Druid für den Haushalt. Ja. Ja, der Eichhörnchen, war das nicht der, den, also das Modell, was Kara ist? War alles schon. Adams Vater? Ja, bestimmt. Blut. Nein, wir reden noch nicht mit Adam. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen!
Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Niemand. Nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Interessante Kaffeemaschine. Weiß für Abweichler. Noch zwei. Regel keinen Verdacht. Ich glaube, das war interessant. Ach ja, genau, die Tüte zu machen. Danke. Noch einen. Aber ist noch was? Ist hier von oben? Da geht's einfach klar. Drehen wir nicht hoch, geh ja. Klamotten auf der dem Ofen. Oder? Ne, doch nicht. Hä, wo ist denn noch was? Sehen. Aber wird nichts angezeigt. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden. Sie. Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Die Waschmaschine. Das ist nicht die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Nahm, Ma'am. Puh. Nahm der denn? Ich glaube, das ist gerade was so gut gegangen. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Lucifer. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht.
Mitternachtszug. Hier ist nichts zu sehen. Oh, trotzdem noch einiges übersehen. Wir fangen mal wieder von vorne an. Da haben wir... eines da rennen wir noch. Draußen treffen Lucy und 11 Schuss zu Kara. Okay, eines da hätten wir da wohl noch machen können. Ist nicht zum Erlassen. Die Klammer hätten sie lassen, da bleiben lassen können. Oh, im Haus haben wir noch einiges vergessen. Krass. Ja gut, klar, wie kam der dazu, weil der Polizist dann direkt kam. Das ist ein bisschen doof. Direkt in Panik. Beutel mit Blut verstecken. Das Waschküche schließen. Vorhänge zuziehen. Ja, das Lügenterror ist das Befahrt. Adam, Polizist sieht Androidenkleider. Okay, er hat die Androidenkleider gesehen, hat nichts dazu gesagt. Okay. Jetzt ist getäuscht und ist gegangen. Ja, haben wir gerade nochmal Glück gehabt, dass wir nicht entdeckt wurden. Dass das Misstrauen des Polizisten wirklich weit unten war. Mal schauen, Lucy ist vertraut, Alice Familie und öffentliche Meinung ist, wir werden natürlich gehasst. Ja Leute, wie schon gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Sorry, kleinen Frosch im Holz. Ansonsten, schreibt mir in die Kommentare, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Oder schreibt einfach in die Kommentare, wie gefällt euch das Spiel an sich? Habt ihr es selbst schon gespielt? Wie findet ihr es? Ja, wenn ihr schon dabei seid, lasst doch gerne ein Abo auf unserem Kanal da. Wir würden uns tierisch freuen, weil ich bin nicht alleine hier. Sondern mein guter Kumpel Daniel, der NBA 2K19 Karriere für euch macht. Und ab und an auch Overwatch. Ja, von mir gibt es ja nicht nur Detroit Become Human, sondern auch jeden Tag um 17 Uhr WWE 2K19 Karriere. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen 13 Uhr gibt es die nächste Folge. Die Top Become Human. Ich bedanke mich und tschüss, euer Harry.